Wie heißt das Fremdwort? Würde. Das habe ich erwartet. Von dir, von der Ehe, vom Leben, ein Minimum an Würde. Ach, und ich bin würdelos. Ach, wir residieren in einer Villa für 5000 Mark Monatsmiete. Und wir können uns das leisten, weil ein Harald Fenlo, ein erwachsener Mann von 40 Jahren Verse hervorbringt, von der Preisklasse. Hör auf! Der Traum von kuschelwolliger Huschelwolle ist weicher als der Flaum von huschelwolliger Kuschelwolle. Hör auf! Ich trage nichts darunter. Ich trage Amanda. Amanda heißt die Haut. Hör auf! Lila Leber. Was hast du mit würdelos gemeint? Ich meine in Bezug auf die Ehe. Meinst du, ich habe eine Affäre? Jedenfalls hast du mit mir schon lange nichts derartiges mehr. Wenn ein Mann so absorbiert ist von... Von? Von den Tittenmädchen in Penthouse und Louis, meinst du? Und vermutlich von seiner Sekretärin, die da genauso ausgestattet ist. Von einem Peters? Ist absurd. Wer dann? War nicht so schnell. Wer ist es dann? Ich betrüge dich nicht. Ich will nicht mehr streiten. Ich will, dass es so ist wie früher. Ich ein verkrachtes Kaffeehausgenie und du die verarmte Prinzessin, die Unterwäsche vorführen muss. Das war unsere schönste Zeit. Können wir es nicht wenigstens manchmal spielen? Ich weiß nicht. Die Zeit hat Rückscheinwerfer. Die vergolden. Aber nach vorn ist das Fahrlicht kalt und hart. Schön, dass du das noch kannst. Sowas so sagen. Du hattest zu große Erwartungen an mich. Aber nicht jeder wird, was er hätte sagen können. So, und jetzt sei lieb und fahr mich ins Büro. Aber langsam. Dann Ziel, Prinzessin.
only never got home to early tea.